Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von The Grey Garden. Wir beginnen jetzt mit dem Bonusraum von The Grey Garden. Genau, wir hatten mit dem Mogeko hier drüben ja schon geredet. Dann schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Ich habe übrigens schon in den Kommentaren noch den Hinweis erhalten, dass wir am Ende eigentlich noch ein Item am Strand einsammeln sollten, damit hier noch etwas mehr erscheint im Bonusraum. Das werde ich definitiv auch noch machen, aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was da ist. Und dieses Extra hole ich aber noch nach, versprochen. Ein köstlicher Kaffee. Der 27.12.2012 war der Release Day. Das ist ja schon eine Weile her, muss ich sagen. Okay, das war natürlich der japanische Release Day, schätze ich jetzt mal. Doch, ganz, ganz sicher. Ich glaube, die Übersetzung von VG Person kam, glaube ich, 2013. Deliziöser Kaffee. Ah, das Album. Cool. Da kann ja mal probehalber eins reinmachen. Genial. Das ist so cool. Die Bilder sind echt mal wieder super toll geworden. Huch. Auch nicht schlecht. Ach stimmt, die ganzen Charaktere. Hä? Aber müsste es da nicht eigentlich mehr geben? Wieso ist hier nur Yosefires? Die anderen hatten doch auch alle so eins, oder? Ah, hier klickt man die durch. Verstehe. Cool. Hab mich gleich gewundert, das wäre schon ein bisschen seltsam gewesen. Das sind richtig geile, geile Charaktere. Also, wenn ich Zeit dafür noch hätte, früher hatte ich halt mehr Zeit, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, dann wären das definitiv so Charaktere, die ich nachzeichnen würde für mein Zeichenbuch. Da würde ich voll drauf abfahren. Die würde ich alle abmalen. Oh, okay, jetzt reicht's aber langsam. Jetzt habe ich es schon zum fünften Mal durchgemacht. So, jetzt aber. Aber bei den... Ah, wow. Da konnte ich das auch Stück für Stück klicken. Ich dachte, vielleicht verändern sich auch die... Ah ja, genau, Gesichtsausdrücke. Wow. Hui, krass. Nee. Oh, halt, was ist das da? Hä? Das habe ich... Daran kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Das ist ja super mega süß. Voll niedlich. Uah. Die waren auch cool. Haben wir hier jetzt alle? Ich glaube, ja. Dann gucken wir doch nochmal auf der ersten Seite. Und das? Nee, da kommt nichts weiter. Das hatten wir ja schon. Nee. Er ist so böse. Ah. Oh, niedlich. Boah, das ist auch so ein cooles Bild. Das auch. Süß. Oh, nee, ich wollte das hier eigentlich nochmal kurz reinmachen. Cool. Das ist ja auch niedlich. Also ehemals war schon irgendwie cool, ne? Schade, dass da nicht noch irgendwas war am Ende mit Yosefire. Aber naja, das hat nicht gepasst. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ihr Herz schlägt halt für Froze. So, Ende. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Hier ist ein Stapel Karten. Poemi? Ah, ehemals... Bei den Kämpfen, genau, wird das ja eingeblendet. Ivlis, der bösere Ivlis. Oh, das war's? Von anderen hatten wir gar keine Bilder, als wir gegen die gekämpft haben. Krass, das wusste ich gar nicht. Huch. Ah. Werbung für Wada Nohara and the Great Blue Sea. Ich glaube, das kam ja danach, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und danach kam eigentlich die Neuauflage von Mogeko Castle, die aber schon mal früher existiert hatte, aber dann überarbeitet worden war. Ich glaube, wir haben die überarbeitete Version gespielt, was ja auch leider die einzige ist, glaube ich, die übersetzt ist. Ein Radio, aber da fehlt die Antenne, nehme ich an, ist gemeint. Genau, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das wichtige Item, was wir nämlich noch am Ende nach dem Finale kurz einsammeln müssen am Strand. Dann können wir die Radiosendung uns angucken und die wollen wir uns natürlich auf jeden Fall anschauen. Ah, okay, weitere Videos, also beziehungsweise weitere Szenen. Ich werde diesmal mal, damit ich auch wirklich kapiere, worum es geht, wo ist denn mein Wörterbuch, das zur Sicherheit hier anmachen, nicht das Spanische. Das Spanische gab es mal gratis, deswegen habe ich das runtergeladen von Pons. Das kostet normalerweise voll viel, das gab es mal als App gratis. Hier das Wörterbuch mit Englisch, genau. Alter schwarzer Typ. Aha. Geht es dir gut? Ja, ist schon alles in Ordnung.
Gut, dass du so schnell heilst, wirklich. Ja, dieser Idiot hat wirklich eine Menge Schmerzen mir zugefügt, ja. Wenn er wiederkommt, werde ich ihn zusammenschlagen. Ich glaube, das ist nicht eine Zeile, die du sagen solltest. Wieso nicht? Wieso nicht? Aber es ist wirklich traurig, dich hier herumlaufen zu sehen mit einem Stock. Wieso? Weil du jetzt wirklich ein alter Typ bist. Hey, ich habe immer noch ein bisschen Jugend in mir. Hä? Lord Kalb ist schon ein alter Typ? Oh, meine Güte. Vielleicht sollten wir ihn von nun an nicht mehr Lord Kalb oder Sir Devil nennen, sondern seine Elterlichkeit, also seine Alterlichkeit, sowas in der Art. Seine Alterlichkeit. Aber ich sag euch doch, ich bin noch jung. Es ist schon in Ordnung. Aether wird dir dein ganzes Leben lang, wird euch ihr ganzes Leben lang dienen. Egal, wie heruntergekommen ihr irgendwann einmal sein solltet. Ich auch. Jetzt bleibt doch mal ernst, ihr beiden. Hey, setz dich nicht unter Druck. Halt die Klappe. Was? Nicht, dass das was Neues wäre, aber du schaust den Leuten niemals in die Augen, wenn du sprichst. Hm? Siehst du? Du schaust wieder weg. Ich kann hinschauen, wo ich will. Euer Alterlichkeit. Bitte, schließen Sie doch Augenkontakt mit den Leuten, wenn sie mit ihnen reden, okay? Jetzt hört schon auf mit diesem alten Kram. Sie hat recht. Komm schon, schau mir in die Augen. Ah, stopp! Was ist denn das? Oh, sorry. Oh, mein Rücken. Das ist nicht gut, Lady Aethiv. Ihr müsst doch Respekt haben vor den Älteren. Ja, ich schätze, du hast recht. Irgendwann wirst du dafür bezahlen. Der Arme. Er ist aber auch wirklich so gebrechlich und hat so viele Problemchen, meine Güte, der Arme. Okay. Josephire on the beach. Josephire am Strand. Wie geil, was machen die denn da? Einen kleinen Sandhügel. Wahrscheinlich soll das mal eine Burg werden. Ich hoffe, sie kriegen es hin. Das Meer ist so groß und voller Shijimi. Froze, lass uns schwimmen gehen. Nein. Wieso? Einfach weil das nervig ist. Da, das ist jetzt eine Stelle, wo ich es einfach ganz schnell nachschlage. Wenn nur mein Internet besser wäre. Dann würde es wahrscheinlich schneller gehen. Aber ich glaube, Hassel ist so... Ja, zu viel Mühe, zu viel Theater. Genau. Was bitte? Rawberry, bitte zerstöre nicht mein Sandschloss, okay? Meine Sandburg. Ich will aber... Nicht! Mann, ich war so bereit dazu. Hä? Hehehe. Hurra! Was macht sie? Yeah, Bikini-Time. Oh, wie süß, sie hat ihn sogar an. Tada! Schwimmanzug. Naja, ist eher ein Bikini. Froze, hast du gar nichts zu sagen? Da drüben ist eine Möwe. Das meinte ich nicht! Schwimmanzug! Der Schwimmanzug! Der Schwimmanzug! Josef, du siehst so süß aus! Sowas in der Art. Hä? Oh, sicher. Oh Mann! Na gut, ich gehe alleine schwimmen. Froze, du bist so ein langweiliger... So ein langweiliges Ding. Ich glaube, da hilft mir auch mein Pons nämlich nicht. Das ist mal wieder sowas, wofür ich mein umgangssprachliche Wörterbuch bräuchte, weil ein Dumpling ist ja eigentlich ein Kloß. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Mogeko LP. Oh, mein Hals. Ich habe ein bisschen Probleme. Ich glaube tatsächlich, dass ich krank werde. Aber schauen wir mal. Ja, also wird das wohl einfach sein. Du Trauerkloß, sowas. Trauerkloß?
Hey, Froze! Was? Übrigens, ich kann nicht schwimmen. Was? Wow, hilf mir! Hilf mir! Ich werde ertrinken! Ich werde... Idiot! Ah, Robert, ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht zerstören. Kaboom! Smash! Oh. Ah. Ah. Oh Gott, was ist da nur schon wieder los bei denen, ey? Okay, das sind die Geschwister mit der Augenklappe. Wer ist denn das? Ach so. Okay. Es tut immer noch ein wenig weh. Ah, Anführer der Engel, da bist du ja. Hm? Ist das denn schon in Ordnung, dass du so viel rumläufst? Ja, ja, ich bin fast geheilt. Hm. Und du? Ja, klar. Die haben sicher viel zu sagen. Brauchst du etwas? Nicht wirklich. Hm? Hey, Anführer der Engel, was ich sagen wollte... Was? Ja, schmeiß doch endlich die Augenklappe weg. Wieso? Wieso? Weil du zu sehr wie ich aussiehst. Ich verstehe nicht so ganz, was du sagst. Du und ich, diese Augenklappe, die Kleidung, die Haarfarbe, wir sehen uns viel zu ähnlich. Die Leute werden noch denken, wir wären Bruder und Schwester. Ah. Nein, nicht ah. Uff. Und wieso nimmst du nicht deine ab? Ich will nicht. Dann lass doch dein Auge in Ordnung bringen. Ich werde kein anderes linkes Auge außer meinem eigenen akzeptieren. Wirklich, jetzt ernsthaft mal, vergib Ada einfach. Nein. Oh, so eine Wut. Du solltest deines heilen lassen. Ich hab dir doch gesagt, ich kann dieses verwundete Auge nicht heilen lassen. Damit diese beiden niemals vergessen können. Aha. Hey, nun würde ich aber denken, dass doch jetzt alles in Ordnung ist. Außerdem mag ich es. Was magst du? Wenn mein Bruder meine Wunde sieht, dieses, ja, entschuldigende Gesicht, was er dann macht. Ich mag das. Aha. Also stammt diese Wunde am Auge scheinbar aus diesem alten Krieg, der stattgefunden hat. Und er will sich's nicht heilen lassen, weil es die beiden auch daran erinnert, was damals geschehen ist. Sehr interessant. Wie du lachst, das macht mir irgendwie Angst. Ja, ist schon ein bisschen krass. Also, hast du auch einen Hass gegenüber jemandem? Naja, es hat wehgetan. Aber es ist nicht wirklich ein Hass. Wirklich? Naja, vielleicht ein bisschen. Siehst du? Hm. Könnte ja was zu tun haben mit einem möglichen zweiten Teil. Ja, ich weiß auch nicht so ganz sicher, ob ein Prequel kommen soll oder ein Sequel. Aber ich meine, bei VG Person gelesen zu haben, dass Mugiko auf jeden Fall eines von beiden plant. Also auf jeden Fall wird die Welt von Grey Garden erweitert. Von den Spielen, die bisher so gekommen sind, wenn ich mich recht erinnere. Und wir hatten ja auch gesehen, dass von Mugiko anscheinend, also von Mugiko Castle, irgendwann noch was kommen soll. Ja, also befreundete oder mir bekannte Outsider. Tja, ich sollte wohl bald mal gehen. Mrs. Raffical! Aha, ihr wart es also. Ah, Laurie. Es ist ein Weilchen her. Sie hätten mir, oder du, ich weiß auch nicht, du hättest mir sagen sollen, dass du hier bist. Hm,
Ich hatte viel zu tun und du scheinst ja Spaß gehabt zu haben. Aber du hast wirklich... Nee, ich glaube, er wird sie siezen, sonst würde er ja nicht Miss Raffico sagen. Aber sie haben wirklich viel geholfen, Miss Raffico. Vielen Dank. Kein Problem. Du warst hier Arbeit erledigen und ich konnte einfach nicht tolerieren, was dieser Dummkopf da anstellte. Es ist wirklich ein wundervoller Ort. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass das Schlimmste vermieden werden konnte. Hm? Was ist los? Oh, nichts. Aber dieser Gesichtsausdruck sieht ziemlich ungewöhnlich auf dir oder an dir aus. Wieso? Keiner ist in der Nähe, daher so wie immer, bitte. Oh oh. Ja, die Kinder hier sind alles gute Kinder, daher... Oh, oh, mein übliches Selbst würde ihnen wahrscheinlich zu viel Angst bereiten. Du magst ein Vogel sein, aber du bist kein Vogelhirn, wenn es darum geht, Unschuldigkeit vorzutäuschen, genau. Wirklich? Haha. Deswegen immer das auf dem Kopf. Ich habe mich schon immer gewundert. Das soll sowas wie so eine Feder sein, die oben rausschaut. Ja, es ist wirklich eine gute Sache, dass diese Welt nicht viele Fleischfresser hat. Hühnchenfleisch ist faul. Ich würde dann doch eher frittierten Vogel nehmen. Ey, wieso immer dieser Roast Foal? Ich verstehe es einfach nicht. Was hat Mogeko für ein Problem mit dem Zeug? Wieso liebt sie frittiertes oder ja geröstetes Gemüse, wollte ich schon sagen, Hühnchen so sehr? Naja, egal. Gib mir eine Pause. Oh ja, das ist ganz genau die Art von... So, jetzt schaue ich mal kurz nach, Leute. Coarseness, was zur Hölle ist das? Die Art von Grobheit oder Rauheit, die zu dir passt, Lori. Vielen Dank. Also, willst du noch eine Weile länger hier bleiben? Ja, ich habe den Kiddies noch eine Menge beizubringen. Es sind wirklich gute Kinder, weißt du? Außerdem, hier sind eine Menge Engel, die... Understanding Angels. Ich nehme an, es ist gemeint halt Engel, die verstehen, die einen verstehen. Also keine verstehenden Engel, das würde ja keinen Sinn machen. Nicht so wie meine. Ach so, in dieser Welt sind quasi Engel, die viel wahrscheinlich netter sind und viel verständnisvoller sind als in seiner Welt die Engel. Aha, das ist wahr, das ist wahr. Wenn die Engel meiner Welt zusammengebracht werden würden mit der Engel dieser Welt, dann würden mir die Engel aus meiner Welt leid tun. Nehme ich jetzt mal an, oh mein Gott, worüber reden die eigentlich, ey? I would feel sorry for these. Oh, ist das so? Maha. Oder sie meint, dass die dann in Gefahr wären, die Engel von dieser Welt. Naja, nun gut. Ich gehe besser dorthin zurück. Verstehe. Hey, geht es allen gut? Ja, sogar sehr gut. Sogar dem, der dich total hasst. Ah, das ist gut, das ist gut. Du kannst ihm erzählen, dass ich ihn einmal anständig verprügeln werde, wenn ich zurückkomme. Verstanden. Nun dann, wir werden uns bald wiedersehen. Gute Arbeit. Oh, ja. Ah, dein Freund kommt von da hinten. Hä? Also schnell das normale Gesicht aufsetzen. Ah. Miss Greif. Verdammt, hat sie mich gesehen? Hier bist du also, Lori. Ich habe nach dir gesucht. Ich brauche deine Hilfe bei der Arbeit. Ah, ha, verstanden. Sie hat also nichts gehört? So bist du also, hm? Huh? Hm? Huh? Sie hat's herausgefunden. Okay, er kommt also aus einer anderen Welt und ist in Wirklichkeit ein Vogel. Und er ist irgendwie ein bisschen böse. Scheinbar. Er kommt aus einer ziemlich mieseren Welt, scheinbar. Und unsere Welt ist im Vergleich voll nett und so.
Und ich nehme an, dass der Dämon auf der Durchreise eher gemeint hat, dass es echt problematisch wäre, die Engel aus ihrer Welt, die wahrscheinlich voll scheiße sind, in die andere Welt zu bringen, weil es dann den Engeln in Josephias Welt halt schlecht ergehen würde. Na gut, jetzt haben wir noch Raspels Geheimnis. Das war köstlich. Vielen Dank, dass du das sagst, Macarona. Ja, du bist so eine gute Köchin, Raspel. Es war wirklich lecker. Stimmt's? Überhaupt nicht, wie die Käfermarmelade, die Rawberry immer herstellt. Das ist so gemein. Käferchen sind doch Freunde. Du verwandelst deine Freunde in Marmelade? Das ist wirklich nicht nett. Sorry, aber nee. Nun, ihr beiden. Gute Mädchen sollten zu dieser Uhrzeit ins Bett gehen. Yay! Alles klar, ich werde schlafen gehen. Wenn Macarona ein gutes Mädchen ist... Achso, sie meinte, ich bin gut, deswegen gehe ich jetzt schlafen. Wenn Macarona ein gutes Mädchen ist... Oh, das ist falsch, oder? Ist falsch übersetzt. Da muss stehen, wenn Rawberry ein gutes Mädchen ist, dann muss ich ein Gottmädchen sein. Ich werde mein Bett teilen mit Macarona. Ein Bett teilen? Weil es ist genau wie eine große Schwester. Was? Ach so, weil nur meine große Schwester und Rawberry leben in diesem Haus. Und deswegen gibt es nur zwei Betten. Ah. Außerdem ist es nicht eine strikte Übernachtungsregel, dass man zusammen im Bett schlafen muss. Ist das wirklich so? Ja. Naja, wenn du es so sagst... Hey, Rawberry, ärger Macarona nicht, okay? Gute Nacht, große Schwester. Gute Nacht. Alles klar, gute Nacht. Aber es geht hier ja um Raspels Geheimnis, ne? Jetzt bin ich gespannt, vielleicht ist das, was sie gekocht hat, auch aus irgendwas Ekligem. Okay... Nun dann. Es gibt etwas, das ich geheim halte. Ein Geheimnis, das ich niemandem erzählt habe, nicht mal meiner Schwester. Und das ist... Meine Schwester Rawberry isst häufig Käfer und sowas, ja? Um ehrlich zu sein, ich esse auch gerne Käfer. Aber weißt du, es gibt noch etwas anderes. Ja. Etwas, das ich noch viel, viel mehr mag. Oh je. Ah, Rawberry, was? Macarona, du siehst lecker aus. Köstlich. Köstlich, köstlich. Darf ich mal lecken? Nein, Rawberry. Wir sind nicht, Aber ich muss einfach. Kann ich wenigstens einmal knabbern? Hä? Oh Gott. Oh, ich wusste es. Macarona ist köstlich. Macarona? Oh oh, ich habe zu viel geknabbert. Große Schwester, es ist ganz übel. Ich habe zu doll an Macarona geknabbert. Große Schwester, das... Schau nicht. Hä? Oh, meine Güte, Rawberry? Es tut mir leid, ich hab einfach... Geht es dir gut? Sorry. Aber es ist deine Schuld, weißt du? Was ist das denn? Gute Mädchen sollten jetzt im Bett sein. Oh mein Gott, das wird voll krass. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns noch die Bilder an der Wand an und dann machen wir noch eine Folge einfach. Weil wir haben ja echt noch zu tun. Wir müssen noch die anderen 4 Szenen oder 5? Sekunde mal. Mann, bin ich vergesslich. 5 sogar. Okay, nochmal 5 Szenen angucken und mit denen dann reden hier noch. Das ist süß. Das ist cool. Was haben wir hier? Auch nicht schlecht.
Oh, my prosciutto. Yeah. Oh, das ist auch niedlich. Wir können uns ja mal eins angucken, wie das so gemacht ist. Ja, so wie immer eigentlich. Josephine, 155 cm. Sie spielt gerne mit Blumen und schaut sich gerne die Sterne an. Und sie mag Froze und sie hasst Shades McGee's oder McGee's. Ein Dämon, der Blumen liebt. Sie hat ihre Höhenangst überwunden, aber hat immer noch Angst vor Heuschnupfen. Ich will definitiv keinen Heuschnupfen kriegen. Ey, die alle mit ihrem Heuschnupfen, das ist auch echt so ein Ding, was sich durchzieht. Na gut, man kann hier übrigens doch speichern, glücklicherweise. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Bonus Room in Grey Garden. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.